Wie lange wir hier schon nicht mehr waren, ist echt Wahnsinn. So. Hey Gelford, alles fit? Zeig mir deine Ware. Können wir noch ein bisschen Gold erhaschen? Wir könnten hier natürlich auch die Paladin-Rüstung kaufen für 190.000 Goldstücke. Die hat natürlich einen unglaublichen Schutz. Das könnte man eigentlich tun. Aber ich glaube, ich lasse es. Ich glaube, ich lasse es einfach mal. So, dann hauen wir nämlich einfach mal noch ein bisschen was raus hier. Zum Beispiel den leisen Tod, der bringt 9.000. So, sind wir schon bei 10.200. Müssen wir mal aufpassen, dass wir nicht zu viel draufhauen hier. So wie ich es eigentlich immer tue. Okay. Was haben wir hier noch? Klingenstab drauf. Drauf. 20 davon dürfte zu viel sein, nehme ich an, ne? So, erstmal den ganzen kleinen Scheiß. So. Ich mach's mal so rum. Und. Was mache ich denn? Wie mache ich das denn jetzt? So, 125. Ich nehme mal anderes Zeug wieder raus dafür. So, siehst du mal, sind wir schon wieder unter der Begrenzung. Ach, da können wir das ja wieder drauf tun. So, machen wir das doch so. Okay. Haben uns das Gold eingesackt. Geld wird noch ein bisschen erleichtert. Und dann gehen wir noch mal hier unten nach Redock rein. Wo uns alle ganz doll mögen, aber nicht mehr lange. Denn gleich werden wir uns mit ihnen anlegen und das wird blutig. Sebastian, gibt's bei dir noch was? Ich möchte mal kurz noch was schauen. Bring mir etwas über alte Magie bei. Kann der... Ah nein, der kann ja keine Zauber. Stimmt ja, der beherrscht ja keine Zauber. Ich stelle auch fest, die Feuermagier sind nicht so weise wie die Wassermagier, ne? Die Wassermagier können alle... die alte Magie bereits und bringen die auch anderen Leuten bei, aber die Feuermagier nicht so. Du wagst. So. Können wir mal lesen auch zwischendurch? Hier steht was über Alchemie. Sebastian blockiert das ja immer, das ist ja ein bisschen doof hier. So. Sorry, Basti. Mörder! Ich werd's dir zeigen! So, es ist nicht die günstigste Position, ich weiß. Aber ich glaube, wir können das trotzdem hinkriegen von hier aus. Ach, die halten ja nichts aus. Die halten ja gar nichts aus. Ach komm schon, ich hab die auch erwischt gerade eben noch. Ja, danke schön. Super. Ich komme gar nicht mehr dazu, hier irgendwas zu machen. Erstmal die alte. Die hat's verdient. So, Norris, der wird wahrscheinlich derjenige sein, der noch am meisten aushält hier. Okay, nehmen wir uns den mal vor. Aber auch der steckt nicht so viel ein. Ah nein, wir haben ja noch Javier, stimmt ja. Der ist ja hier der Obernotz. So, danke, das ist gut. Ich hänge bloß fest. So, mal schnell die Schwerter weg. Aus dem Bereich der Bogenschützen. Okay. Und weiter geht's. Sag mal, Copper, du kleiner Hund. Javier, der Tod ruft. Okay. Wir müssen mal irgendwie hier in die Nähe der Bogenschützen, damit die nicht mehr auf uns schießen. Wow, drei auf einen Streich. Wow. Das war cool. So, also wir sehen, die Rebellenlage sind jetzt auch kein Problem mehr für uns. Das ist ja jetzt wirklich das Leichteste, die leichteste Übung. Ich glaube, ich verzichte auch drauf, das einzusammeln, das Zeug von denen. Weil wir es einfach nicht mehr nötig haben. Werde ich das? So. Gut. Ziehen wir mal nach oben weiter. Dort wird noch Gelford auf uns warten. Ich denke mal, wenn wir den platt gemacht haben, dann wird Redock schließlich gefallen sein. So, da ist er auch schon.
Auf Gelfort, bitte. Ja, dankeschön. Okay, Gelfort hätte gar nicht mehr fallen müssen. Aber wir haben unseren Ruf bei den Orks um einiges erhöht und Reddok ist vernichtet. So. Wunderbar. Erste Rebellenansiedlung zerstört. Wir werden hier wieder dasselbe Prinzip verfolgen und werden erstmal reingehen, um den Feuermagier uns zu holen, wenn die uns lassen. Aber eigentlich sollten sie ja noch nichts davon wissen, dass Reddok jetzt vernichtet ist, ne? So. Ich weiß, wir müssten eigentlich noch irgendjemanden für die holen hier. Die brauchen ja noch irgendwie neue Männer, aber ganz ehrlich, scheiß der Hund drauf. Ist sowas von unwichtig. Da können wir demjenigen noch das Leben schenken, dass wir ihn nicht hierher bringen. Und... Warum weckst du mich? Wo ist denn euer Feuermagier? Ihr habt doch einen, glaube ich, ne? Ist ja ganz tief drin. Hier ist nur Roland. Ach, weißt du was? Was soll's? Wir fangen gleich hier an. Da haben wir die größte Herausforderung gleich am Anfang. Und dann kann's weitergehen. Ich halte so. Den Kopf ab! Okay, der wird auch sofort getötet. Das ist cool. Weil er halt der Anführer auch wieder ist. Bleib stehen! So, und damit können wir auch gleich hier wieder direkt ins Gemetzel übergehen. So. Wollen wir uns mal die Kleinen hier. Okay, noch Randall, der hält bestimmt wieder ein bisschen mehr aus mit seiner Rüstung. Gehst du wieder auf Randall? Dankeschön. So, jetzt kannst du den Rebellen. Randall und Rebel, okay. Zack, das war's für dich. Und wir ziehen weiter. Manni, der Schmied, hat's gleich hinter sich. Ja, das mit dem Brauch der Männer hat sich nun leider erledigt. Ich weiß auch gar nicht, wem wir dann Bericht erstatten müssen, wenn wir das geschafft haben. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Also für Reddok weiß ich noch, dass wir in Kapdun jemanden hatten. Es kann sein, dass das hier Trelis ist. Weiß ich aber nicht genau. Da! Okay, ich stehe gerade ein bisschen ungünstig. Geh mal mit dir raus. So, erstmal den. Erstmal das kleine Pack hier. Wir dürfen halt auch nicht mittendrin stehen, das ist halt auch gefährlich. Rufus steckt ziemlich viel weg. Ich glaube, es liegt daran, dass man mit dem halt mal unterwegs ist. So, jetzt haben wir halt doch schon eine ganz schön große Gruppe hier, gegen die wir kämpfen müssen. So, und wir können uns dann mal wieder zurück hier reinkämpfen. Der Rebell hält ja auch nicht mehr viel aus. So, und dann können wir uns wieder den machen. Scheiße. Nicht gut. Der kämpft mit einer Spitzhacke gegen mich, wirklich. Okay, wir haben auch Okara jetzt auseinandergenommen. Um mal bei der Formulierung zu bleiben, die das Quest hier anwendet. Damit bleibt nur noch ein Rebellenlager. Danach ist der Widerstand der Menschen in Myrtana Geschichte. Sind wir nicht bösartig? Gut. Nemora. Nein, in Nemora war, glaube ich, noch ein Feuermagier, ne? Kann das sein? So, wir sind voll aufgeladen. Genau, in Nemora war noch der Feuermagier. Alles klar, los geht's. Halt! Wir sind immer noch auf der Suche nach dem Mörder. Ich wette, du bist dafür verantwortlich. Nicht, dass ich wüsste. Vergessen wir die Sache. Dieses Mal lasse ich dich noch davonkommen. Mach hier nicht noch mehr Ärger. Nein, ich doch nicht. Wie könnte ich denn? Ich weiß nicht, zeig mir die Wüste, was? Einige Dinge werden sich niemals ändern. Okay. Nee, das machen wir jetzt natürlich nicht. Ich weiß, wir waren ja schon lange in der Wüste. Kommt noch schlimmer. Zeig mir deine Ware. Aber wir können noch... Ach nee, wegen 1000 Goldstücken fange ich jetzt nicht an, hier nochmal rum zu
Das gibt doch nur wieder rumzuschieben mit dem Zeug. Wir gehen einfach rein. Wann ist das auch vorbei? Schauen, wo wir hier unseren Boss haben und dann geht's los. Oh ne, wir machen einfach hier. Gibt's mit dir noch irgendwas zu besprechen? Alte Magie wird bestimmt auch wieder bloß der übliche Kram sein mit altem Wissen. Hey! So, Dresslord. Kämpft schon bloß noch mit dem Holzstück. So, ich glaube, jetzt dürfte ich Ärger kriegen. Hier steht nichts Neues. Okay, wenn das so ist, gehen wir mal weiter rein und haben Spaß. Wenn es hier unten überhaupt noch was gibt? Nö. Okay, ich glaube, das ist das kleinste aller Rebellenlager, oder? Das sind ja wirklich bloß die, die da draußen rumstehen. Andererseits sind die natürlich auf freiem Feld, das heißt, man muss da ein bisschen aufpassen. Einige Probleme erlebt. Halt! Du wirst ja als Mörder gesucht. Ich? Niemals. Leck mich. Dir werde ich helfen. Ich gehe da mal hier rein. So, wann kommt denn der Erste? Ah, Kippler ist schon da. Kippler ist auch der Einzige, der gegen mich kämpft? Ist ja interessant. So, jetzt aber. Wird ja auch Zeit. Oh, Sklaven, wie süß. Ich muss Sklaven töten. Der war gut, kleiner befreiter Sklave. So, Carlin, du bist doch der Chef hier gewesen, ne? Ja, der fühlt sich auch schon so an beim Kämpfen. Okay, ich geh mal wieder rein. Das macht sich halt blöd, auf freier Fläche gegen die zu kämpfen, gegen so viele. Kommt schon. Muss die immer mal so ein bisschen animieren, dass sie wieder auf einen zukommen, ne? So, jetzt aber. Kommt, weg mit euch. Kommt schon, ich hab den nicht erwischt, den Rebell, der mich gerade erstochen hat hier. Einfach mal mitten rein. Geht schon. Kann man mal machen. Okay, man sollte sich dann aber nicht so lange in einem aufhalten. Das wird dann sonst wirklich blöd. Na komm schon. So, das war's zu dem. Jetzt noch den Rebell hier. Und dann übernehmen wir mal Carlin. Guck mal an, wenn der jetzt stirbt, dann war's das. Nein, doch noch nicht. Aber zumindest haben wir jetzt erstmal ein bisschen Ruhe. Ich weiß nicht, ob vorne am Eingang noch welche stehen. Aber gleich ist es vollbracht. Gleich haben wir alle Rebellennester ausgelöscht. Hallo? Ja, du bist ein ziemlicher Blitzmerker, muss ich mal so feststellen. Komm her! Bleib stehen! So, Henry. Das war's. Zumindest den einen holen wir uns hier noch. Wir haben die Rebellenlager vernichtet. Und damit sollten wir eigentlich genug Ruf haben, um bei den Orks reingelassen zu werden. So, schauen wir doch mal. Faring hatte welches... Was hatte Faring denn für ein Zeichen? Das hier, okay. So, das mache ich jetzt nicht mehr. Ich möchte mich bloß noch dort postieren, wo wir unseren Erfolg verzeichnen können. Am Ort des Erfolgs, wie am Ende der letzten Aufnahmesession, möchte ich mich auch diesmal an einem Ort postieren, an dem wir vorher noch nicht gekommen sind. So, hier in Faring ist es ja so, wir haben das äußere Dorf, dass man von vornherein betreten kann. Wenn man genug Ruf im Dorf erreicht, wird man in die äußere Burg vorgelassen. Aber in die innere Burg noch nicht. Jetzt aber haben wir es geschafft. In der inneren Burg sollten wir nun eigentlich mit Kusshand aufgenommen werden. Denn wir haben genug Ruf bei den Orks als Gesamtorganisation, als Gesamtfraktion. Und das sollte eigentlich funktionieren. Ich weiß nicht, ob hier noch irgendjemand irgendwas hat.
nicht mehr so aus. So, schauen wir doch mal.